Hallöchen, mein Lieben. Ich wollte euch heute einmal den Hühler EST vorstellen. Das ist ein Luft- und Raumreinigungssystem und ja, seitdem ich ihn habe, fühle ich mich so, so viel besser, was meine Gesundheit angeht. Und vor allem ist es einfach viel, viel sauberer bei uns. Und warum? Das zeige ich euch heute, denn ich wollte heute euch einfach mal den Hühler vorstellen und zwar komplett. Das heißt, was gibt es an Zubehör? Was kann der Hühler? Wie funktioniert er? Und ja, alles rundrum um den Hühler, das wollte ich euch heute mal zeigen. Das hier ist das gute Stück. Und den werde ich euch jetzt mal genauer vorstellen, meinen kleinen Frosch. Genau. Und dabei wünsche ich euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. Ich unterteile das so ein bisschen in kleine Abteile. Das heißt, ihr könnt dann immer hin und her springen, falls euch etwas nicht interessiert. Genau, ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Was ist der Hühler überhaupt? Der Hühler ist ein Luft- und Raumreinigungssystem. Viele denken, das wäre ein Staubsauger, aber das ist nicht so. Der Hauptaugenmerk beim Hühler liegt nämlich nicht auf dem Staubsaugen, sondern auf der Luftreinigung. Der Hühler ist nämlich ein Wasserfiltersystem und nicht wie die meisten Staubsauger ein Trockenfiltersystem, sondern wir haben hier keinen Staubsaugerbeutel, sondern wir haben hier unten einen Wassertank. Da kommt Wasser rein. Da wird der Dreck drin aufgefangen, nicht in einem Staubsaugerbeutel, sondern hier in dem Wasser. Und das Gute an Wasser ist und vor allem auch der Grund, warum es Wasser ist und nicht, warum Hühler nicht einfach hier ein Staubsaugerbeutel eingebaut hat, sondern der Grund ist, dass Staub von Wasser gebunden wird. Wir kennen es zum Beispiel, wenn wir abstauben, dann wischen wir meistens mit einem nassen Tuch den Staub weg und wir merken direkt, wenn wir mit einem nassen Tuch und mit Staub arbeiten, dass es direkt so gebunden wird. Genau. Und das ist eben hier der Grund, warum Hühler gesagt hat, wir entwickeln etwas mit einem Wasserfiltersystem. Also, wenn du zum Beispiel saugst jetzt oder abstaubst, dann wird das Wasser, dann wird der Dreck direkt im Wasser festgehalten und kann nicht wieder zurück in unsere Umgebung, in unsere Luft. Wir wohnen in einem Haus oder in einer Wohnung, die komplett ja überall Dichtungen hat. Also wir sind komplett eingeschlossen. Die Fenster werden immer dichter, die Haustüren werden immer dichter und ja, wir sind so eingeschlossen in unserem Zuhause. Wir schleppen Dreck von draußen nach drinnen, unsere Tiere schleppen Dreck von draußen nach drinnen. Hier in der Wohnung ist Staub, Essensreste auf dem Boden, eventuell je nachdem. Und all das saugen wir auf mit unserem normalen Staubsauger. Und danach kommt der Staubsauger mit dem ganzen Dreck im Beutel in der Abstellkammer und wird erstmal ein paar Tage, je nachdem wie oft man saugt, da stehen gelassen. In der Zeit schimmelt dieser Beutel und Milben bilden sich, Milben produzieren Kot. Und dann fangen wir wieder an, mit diesem Staubsauger zu saugen. Und hinten pustet der Staubsauger fein gefilterten Dreck und Feinstaub raus. Denn kein Filter dieser Welt kann den kompletten Feinstaub festhalten. Nur Wasser. Und deswegen ist der Hühler so toll. Denn es geht hier nicht darum, dass wir hier einen Staubsauger haben für mehrere tausend Euro, sondern es geht hier einfach um unsere Gesundheit, Leute. Denn all dieser Dreck, den wir beim Saugen dann hinten wieder rauspusten, der setzt sich bei uns in der Lunge ab. Und immer wenn man saugt, kennt ihr wahrscheinlich auch das Gefühl, dass man das Fenster aufmachen möchte, weil es so trockene Luft und so stinkende Luft ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und mit dem Hühler jetzt ist es so, dass man einfach so ein frisches Gefühl hat, weil man eben hier auch mit Ölen und Duftstoffen arbeiten kann. Und das ist so, man hat so ein sauberes und frisches Gefühl und man kann richtig schön durchatmen. Erst recht hier bei uns. Wir wohnen ja in einer Wohnung und haben alles selber gebaut hier und sind auch relativ häufig noch hier am Umbauen und sowas. Und da entsteht viel Dreck, viel Staub. Und in der Schwangerschaft habe ich echt sehr, sehr schwer Luft bekommen. Und das war für mich ein Grund, den Hühler zu besorgen, einfach ja, weil wir echt wirklich viel Staub hier hatten. Und ja, jetzt mit dem Hühler kann ich euch sagen, es ist auf jeden Fall viel, viel besser geworden. Ja, wir haben schon eine viel geringere Staubentwicklung, dadurch, dass wir jetzt immer mit dem Hühler saugen. Genau. So.
Das ist also schon mal der Unterschied zu einem normalen Sauger und warum der Hühler eben kein Staubsauger ist, sondern hier liegt eben die Priorität auf der Luft. Unsere Luft, die wir einatmen, unsere Gesundheit. Genau. Neben der Luftreinigung verfügt der Hühler natürlich auch noch über ganz viele andere Sachen und Features. Zum Beispiel könnt ihr damit saugwischen und ihr könnt auch nass reinigen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Fleck auf dem Sofa habt, könnt ihr da mit Wasser und dem Hühler den Fleck schon rausbürsten. Und genau, das kann der Hühler eben auch. Ganz bekannt beim Hühler ist auch die Ventus-Bürste. Das ist die große Elektrobürste, die hier steht. Diese große Bürste hier, das ist die Ventus-Bürste, die ist im Starter-Set enthalten, wenn ihr den Hühler kauft. Und das ist eine Elektrobürste, damit kann man Teppiche und Matratzen tiefen reinigen. Ja, jetzt zeige ich euch einmal die Grundfunktion vom Hühler und zwar nur von diesem Gerät an sich. Also wir haben hier einmal den Motorkopf, das ist das Stück hier oben, wo man auch den so tragen kann. Dann haben wir hier unten einmal den Wassertank und wir haben unten einmal das Fahrgestell. Der ganze Hühler wiegt 5 Kilo, ist also nicht besonders schwer. Und ist auch für Etagen geeignet. Also wir haben ja auch 2 Etagen, da kann man den gut hoch und runter tragen. Genau. Und jetzt wollte ich euch einmal so ein paar kleine Funktionen zeigen. Hier vorne seht ihr natürlich, ist der An- und Aus-Knopf. Hier oben haben wir das Kabel drum gebunden. Das ist 7,5 Meter lang und ist ja, hier nur aufgewickelt. Und es ist kein automatischer Ab- oder Aufwickler. Das hat Hühler mit Absicht gemacht, denn solche Sachen gehen schnell kaputt. Und der Hühler hat eine Lebensdauer von 20 bis 25 Jahren. Und dementsprechend hat Hühler hier auf ein Aufwicklungsprinzip gesetzt. Genau, hier vorne ist der Anschluss für den Staubsauger, für den Schlauch. Hinten haben wir die Abluft, wie ihr seht. Genau, hier vorne an der Klappe können wir den Motorkopf abmachen. Und zwar, wenn wir die Klappe hier so runterklappen, dann können wir einfach den Motorkopf abnehmen und zur Seite stellen. Zum Beispiel bei der Entleerung vom Wassertank. Das hier ist also der Wassertank. Und den können wir wiederum vom Fahrgestell entfernen, indem wir vorne die Klappe drücken. Und dann können wir den hier direkt am Griff hochnehmen. Das ist dann auch direkt so ein Tragegriff, total praktisch. Und hier ist eben das Fahrgestell. Hier haben wir auch die Möglichkeit, die Aufsätze raufzusetzen. Zum Beispiel hier die kleinen Bürsten. Können wir dann hier einfach so raufstecken oder hier vorne zum Luftpusten. Extra so einen Aufsatz kann man dann hier so raufstellen. Genau, und hier setzen wir dann auch einfach den Wassertank wieder rauf. Der rastet hier auch von alleine ein. Und dann kann man hier auch ganz einfach wieder den Motorkopf raufsetzen. Den Verschluss hier vorne wieder hoch. Und dann ist der Hühler wieder zusammengebaut. Genau, das sind so die groben Funktionen von diesem Gerät an sich. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Zubehör. Das erste Zubehörteil, was ich euch zeigen möchte, ist die große Ventus-Bürste. Das ist diese hier. Die ist im Starter-Set enthalten. Und zwar ist es eine Elektrobürste, mit der ihr Teppiche und Matratzen tiefen reinigen könnt. So, ich habe mich hier mal auf die andere Seite gesetzt, wegen der Sonne. Genau, das ist also die große Ventus-Bürste. Wie gesagt, die ist im Starter-Set enthalten. Das heißt, die habt ihr immer dabei. Die seht ihr oder könnt ihr erkennen hier an den roten Klammern, an den Stangen. Genau, da ist ein Schlauch dabei auch. Passend ein Elektroschlauch mit dem Elektrokabel hier oben direkt dran. Genau, und mit diesem... Mit dieser Ventus-Bürste könnt ihr Teppiche und Matratzen tiefen reinigen. Matratzen von Milben befreien, von Hautschuppen, Schweiß, alles. Die Bürste holt aus mehreren Zentimetern alles aus der Matratze raus, was sich da so eingeschlichen hat. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ich mache das alle 2 Wochen und da kommt wirklich richtig, richtig viel raus. Also das ist wirklich ekelhaft, auf was wir da schlafen. Genau, und bei den Teppichen ist es ebenfalls so, wir haben einen Langhaar-Chihuahua und kein Sauger, oder ich dachte immer, dass jeder Sauger diese Teppiche super sauber bekommt, aber nachdem der Hühler da drüber ist, da hat man wirklich das Gefühl, das ist sauber, vor allem was der Hühler da rausholt, obwohl man schon mit einem normalen Sauger gesaugt hat, das ist echt Wahnsinn. Also ich liebe diese Ventus-Bürste. Genau, die gibt es auch nochmal in klein. Das ist das nächste Zubehörteil, was ich euch zeigen wollte.
Und zwar kommt man ja an manchen Stellen einfach nicht so ran mit der großen Bürste. Und da gibt es das Ganze auch in klein. Und zwar ist das hier diese kleine Elektrohandbürste. So sieht die aus, also wie die große, nur in klein. Und die ist perfekt für Hundekörbe, Kratzbäume, Autositze, die Lehne vom Sofa, für Kissen, all sowas, wo man halt eben mit der großen Ventusbürste nicht rankommt. Ich mache damit zum Beispiel auch die Teppiche auf unserer Treppe. Damit passt das auch super. Und wie gesagt, Hundekörbe, ich schwöre auf diese kleine Bürste. Das ist wirklich ein Zubehörteil, was ich wirklich empfehlen kann. Und auch für Autos ist die wirklich toll. Ja, genau. Das ist also die Handelektrobürste. Die kann man auch ganz einfach hier auf den... Die steckt man ganz einfach hier auf den Elektroschlauch. Das ist wie gesagt der mit den roten Klammern. Kann man die einfach hier draufstecken und dann kann es losgehen. Dann kann man damit richtig schön saugen. So, Baby im Tragetuch. Genau, die Handelektrobürste arbeitet mehrere Zentimeter in die Tiefe und holt da wirklich auch alles raus. Genauso wie die große eben, nur halt in klein. Die Handelektrobürste hat hier auch einen ganz beweglichen Kopf. Also da kommt sie auch wirklich in alle Ecken und die hat sogar hier eine bewegliche Fläche. Also damit kommt ihr wirklich in jede Ecke. Genau, das ist also ein weiteres Zubehörteil. Dann gibt es noch ein Zubehörteil, wo wir gerade schon bei Matratzenreinigung waren, und zwar einen Vakuumierbeutel. Den gibt es in zwei Größen. Ich habe jetzt hier einmal den großen, der ist 2,50 Meter mal 3,50 Meter. 15, also ein ganz, ganz großer Beutel. Da könnt ihr eure Matratze drin einpacken, dann vakuumieren mit dem Hühler und danach mit der großen Ventusbürste einmal alles absaugen. Und danach habt ihr wirklich alles an Milben und Milbenkot und Hautschuppen, alles aus der Tiefe von der Matratze richtig rausgeholt, weil das so durch die Vakuumierung nach oben kommt. Und dann könnt ihr es einfach absaugen. Ja, und das ist auch mega praktisch und auch ein sehr, sehr günstiges Zubehörteil. Dann gibt es noch ein kleines Zubehörteil, beziehungsweise zwei. Und zwar ist es einmal der große Abflussadapter und der kleine Abflussadapter. Genau, also falls ihr kleinen Abfluss habt, steckt man hier so zusammen. Und damit könnt ihr eure Abflüsse reinigen und aussaugen. Genau, da entsteht halt eben ein Vakuum. Hier oben wird der Hühler draufgesteckt. Genau, hier habt ihr den Schlauch. Da könnt ihr dann hier den Abflussadapter raufstecken. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann könnt ihr hier einfach eure Abflüsse komplett aussaugen. Und zum Beispiel auch, wenn der verstopft ist natürlich. Oder auch einfach, wenn der unangenehm riecht, dann kann man ihn auch mal aussaugen. Genau, dafür gibt es eben diese zwei Adapter. Dann gibt es auch ganz viele verschiedene Öle und Düfte. Ich habe jetzt hier ein richtig tolles Set. Und zwar sind das so Düfte, die man ganz einfach unten mit ins Wasser reingeben kann. Und dann riecht die ganze Wohnung nachher richtig frisch. Denn das Wasser unten wird ja die ganze Zeit aufgewirbelt. Und hinten kommt dann richtig schön duftende, frische, saubere Luft raus. Ich habe jetzt hier einmal so ein Set mit Strawberry Vanille. Menthe, das ist so ein bisschen Pfefferminz. Und dann habe ich hier noch einmal Exotik. Und auch zu dem Set gehört Everest. Das ist mein absoluter Lieblingsduft, der ist auch schon fast leer. Einfach weil der so unglaublich frisch riecht, wie so ja, ein frisch geduschter Mann sozusagen. Genau, da gibt es also ganz viele verschiedene Duftsets. Dann gibt es aber auch ein Set mit Öl. So sieht das aus. Und das kann man auch ins Wasser geben. Und da ist einmal ein Sechser-Set. Und da sind jeweils zweimal einmal Eukalyptus, einmal Orange, riecht auch sehr, sehr gut. Und einmal Zitrone. Zitrone ist zum Beispiel neutralisierend. Das heißt, wenn man zum Beispiel gekocht hat und die ganze Wohnung riecht nach einem bestimmten Gericht, dann kann man einmal eine Luftreinigung machen mit der Zitrone und danach riecht man nichts mehr von dem Essen. Das finde ich auch super praktisch. Also das allein ist so ein riesen Vorteil von dem Hühler.
Genau, dann gibt es noch einmal zum Thema Luft, gibt es noch ein Aquafresh. Das sieht so aus. Und zwar riecht es erstens auch richtig gut und zweitens desinfiziert es die Luft. Das heißt, damit könnt ihr eine Luftreinigung machen und danach ist eure Wohnung desinfiziert. Das ist mega praktisch, jetzt zum Beispiel in Corona-Zeit. Ja, riecht aber auch mega, mega lecker. So, dann kommen wir zu dem beliebtesten Zubehörteil, denke ich mal. Und zwar ist das der Nimbus, das ist der Nassreiniger. Da gibt es einmal hier den Wassertank. Der wird hinten auf den Hühler gesteckt. Ich zeige euch das mal. Also, wir nehmen den Hühler. So. Und hier sieht man schon so ein Loch und hier oben sind so Haken. Und dann nehmen wir hier erstmal die Blende ab. So. Und dann sehen wir hier dasselbe Loch und da wird der Nimbus-Tank einfach so raufgesteckt. Und dann nachher, wenn die Hülle an ist, saugt er den nochmal richtig schön fest, sodass er auf gar keinen Fall abfallen kann. Aber so ist er auch schon fest. Genau, dann sieht es eben so aus. Dann ist der Wassertank dran. Und dann gibt es noch hier einmal den Schlauch. Ich mache das hier einmal ab. Genau, so sieht der Schlauch aus. Vom Nimbus. Den Nimbus erkennt man hier an den blauen Klammern. Und hier ist so ein Griff, da kann man halt später das Wasser raussprühen. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu den anderen Schläuchen. Und hier vorne, da wo der Hühler mit dem Schlauch verbunden wird, haben wir nochmal einen extra Schlauch dran. Und zwar hier, der wird dann mit dem Wassertank verbunden. Das ist auch ganz einfach. Also wie gesagt, vorne hier, ich stelle das mal hier so ein bisschen höher. Vorne wird der Schlauch hier einfach in den Hühler gesteckt. Und der kleine Schlauch kommt einfach hinten hier an den Wassertank. Und dann pumpt der Hühler das Wasser hinten raus, durch den Schlauch durch und hier vorne an dem Schlauchende wieder raus. Beziehungsweise sind da ja auch noch zwei Verbindungsrohre dabei. Da geht das Wasser auch komplett durch, bis eben dann nach unten hier zur Düse und dann wird das Wasser hier unten rausgespritzt, je nachdem, wie man den Nimbus zusammenbaut. Genau, der Schlauch ist also dabei, der Wassertank ist dabei, die zwei Verbindungsstücke sind dabei. Dann sind einmal zwei Reiniger dabei, einmal für Boden. Die Reiniger sind übrigens, wie gesagt, inklusive und halten ewig. Ihr seht, der ist noch komplett voll, weil man einfach immer nur einen Tropfen braucht. Und dann ist auch noch ein Reiniger für Polster und Teppich dabei. Die riechen auch beide richtig frisch, richtig lecker, richtig sauber. Und dann haben wir drei verschiedene Aufsätze, die dabei sind. Einmal diesen hier, das ist so eine Bürste. Die hat hier vorne noch eine Gummilippe dran und hat auch hier die Möglichkeit, Wasser rauszuspritzen. Das heißt, ihr könnt mit Wasser spritzen und dann zum Beispiel Fliesenböden oder sowas reinigen. Dann haben wir hier einmal eine Düse ohne Gummilippe. Allerdings auch hier natürlich die Möglichkeit, Wasser rauszuspritzen, zum Beispiel perfekt für Teppiche, um die nass zu reinigen. Und diesen Aufsatz haben wir nochmal in klein, zum Beispiel für Autositze oder für das Sofa. Auch hier können wir Wasser rausspritzen, einarbeiten und wieder aussaugen. Mega praktisch. Die sind alle beim Nimbus schon dabei. Genau. Und das ist auch schon das Nimbus-Set. Genau, also ihr braucht nur den Wassertank anbauen, den Schlauch verbinden und dann könnt ihr schon nass reinigen. Genau, alles, was ihr hinten kommt, immer frisches Wasser raus. Also ihr arbeitet immer mit frischem Wasser, nicht zum Beispiel wie wenn man wischt, dann arbeitet man immer mit dem dreckigen Wasser, was eben im Eimer ist. Hier habt ihr immer frisches Wasser und das dreckige Wasser landet immer unten im Wassertank. So, dann gibt es noch das Fensterputzreinigungsset und zwar einmal mit diesem, ja, wie sagt man, Lappen. Damit macht ihr eben das Fenster einmal nass vorher. Dafür gibt es auch einen Reiniger. Der ist auch schon im Set enthalten vom Fensterreiniger. Und zwar sieht der so aus, das ist ein Universalreiniger. Den könnt ihr nämlich auch für alles andere nehmen. Da macht ihr einfach hier auf den roten Strich ein paar Tropfen. Wischt einmal komplett euer Fenster damit sauber. Und dann saugt ihr das Fenster ab mit diesem hier. Das ist eben auch beim Fensterwischset enthalten. Und zwar genau, saugt ihr einfach hier dann
das Fenster mit ab. Den Schlauch verbindet ihr einfach mit irgendeinem Schlauch vom Hühler, außer mit dem Elektroschlauch. Bitte nicht, der darf nicht in Berührung mit Wasser kommen. Genau, dann steckt ihr das einfach hier rauf, zack, und dann könnt ihr euer Fenster absaugen. Das dreckige Wasser landet wieder im Tank und danach ist das Fenster so sauber wie noch nie. Ich sage es euch, das ist so schön und so angenehm, erst recht bei Dachfenstern. Das ist super angenehm. Auch dabei ist noch ein Tuch, um nachher oder zwischendrin mal hier die Gummilippe einmal abzuwischen. Das ist aber auch schon enthalten beim Fensterputzset. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Zubehörteil. Das ist auch wirklich ein sehr beliebtes Zubehörteil, und zwar die Bodenbeschalterung. Die Bodenbeschalterung besteht einmal hier aus dieser Halterung und drei verschiedenen Tüchern. Die bekommt man da schon zu. Man kann aber auch noch ganz viele verschiedene andere Tücher dazu bestellen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten und für jeden Boden ist da auch was dabei. Genau, also ein Tuch und diese Halterung. Und dann kletten wir das Tuch hier, das ist so eine Art Klettverschluss. Kletten wir hier einfach drauf. Ihr seht, das ist auch fest. Und diese Halterung wird dann einfach auf die ganz normale Düse gesteckt. Diese hier. So, einfach rauf und dann könnt ihr saugwischen. Hier vorne wird dann eingesaugt und hier im gleichen Zug gewischt. Das Ganze funktioniert nur mit dem Nimbus zusammen, denn sonst hat man ja kein Wasser. Und das Ganze macht man dann an den Nimbus-Schlauch bzw. an die Verbindungsstücke hier mit den blauen Klammern. Und hier unten wird dann das Wasser rausgesprüht. Das könnt ihr frei wählen durch den Nimbusschlauch hier. Das heißt, immer wenn ihr drückt, kommt Wasser. Wenn ihr nicht drückt, kommt kein Wasser. Das heißt, ihr könnt damit auch sehr empfindliche Holzböden machen. Denn ihr könnt ja komplett selbst entscheiden, wie viel Wasser nehme ich. Und das heißt, ihr sprüht hier raus, wischt einmal zurück, dann ist das Tuch nass und dann könnt ihr saugen und wischen. Und je nachdem, wenn ihr wieder mehr Wasser braucht, wenn ihr merkt, okay, das Tuch wird jetzt trocken, sprüht ihr einfach nochmal, habt wieder mehr Wasser. Oder wenn ihr zum Beispiel einen Fleck habt, dann könnt ihr den ordentlich schön einsprühen und dann richtig schön mit dem Tuch rüberschrubben. Das ist super einfach. Ich liebe dieses System. Das ist wirklich toll. Genau, und dieses Zubehörset gibt es eben auch noch. Dann könnt ihr saugwischen mit dem Hühler. Ja, und das waren erstmal so alle Zubehörteile, die ich hier liegen habe. Jetzt habe ich hier ein riesengroßes Chaos. Und jetzt wollte ich nochmal über die Reinigung von dem Hühler sprechen. Da werde ich ganz, ganz oft gefragt, wie reinige ich denn den Hühler, nachdem ich sauber gemacht habe. Also das Gute ist, dass der Hühler eigentlich ein selbstreinigendes System ist. Denn ihr braucht eigentlich nur unten den Tank leeren. Das mache ich immer in der Toilette. Oder wenn es ganz doll riecht, zum Beispiel nach einer Abflussreinigung, dann tue ich das immer draußen in den Gulli. Genau, dann bringe ich das einfach nach draußen. Aber sonst einfach in die Toilette, runterspülen, fertig. Dann spüle ich den Tank noch einmal aus mit klarem Wasser und wische den dann einmal mit dem Tuch einmal komplett aus. Und dann kommt der Hühler so wieder in unsere Abstellkammer. Wenn ihr jetzt nass gesaugt habt, also saugewischt habt oder nass gereinigt habt mit dem Hühler, dann müsst ihr einmal den Nimbusschlauch trocknen. Das ist ja dieser hier, der Nimbusschlauch. Am besten nutzt ihr nur einen Schlauch, also nur den Nimbusschlauch, um irgendwas mit Wasser zu machen. Dann habt ihr das nämlich immer nur, dass ein Schlauch nass ist. Also dann ist es ganz einfach, wie man den Schlauch trocknet. Denn der Hühler ist, wie gesagt, ein selbst reinigendes Gerät. Das heißt, wir nehmen einfach den Tank hinten vom Hühler ab. Vorne steckt der Schlauch drin und hinten stecken wir jetzt das Gegenstück rein. Also, vorne steckt der Schlauch im Hühler drin und das Gegenstück, also dieses, stecken wir hinten rein. Und dann machen wir den Hühler an und lassen ihn für 3 Minuten laufen. Dann trocknet der Schlauch von innen und somit ist das erledigt. Da kann nichts passieren, der schimmelt nicht oder sonstiges, der ist sauber. Wenn ihr mögt, könnt ihr den natürlich vorher nochmal in der Dusche ein bisschen ausspülen oder sowas, je nachdem, wie ihr das mögt und wie euer Gefühl ist. Aber sonst trocknet der Hühler den komplett von selbst. Alles andere beim Hühler müsst ihr nicht reinigen. Die Tücher vom Saugwischer könnt ihr einfach in die Waschmaschine bei 60 Grad werfen. Und sonst müsst ihr nichts reinigen.
Ja, mein Lieben, und das war erstmal so im Groben und Ganzen der Hühler, was er kann, was er für Zubehörteile hat und ja, was ihn so ausmacht, den kleinen Frosch. Falls ihr Fragen habt zum Hühler, dann schreibt mir gern in die Kommentare, dann würde ich dazu nochmal ein extra Video machen, wenn nötig. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt, dann würde ich das auch gerne nochmal in einem Video erklären. Wenn ihr den Hühler in Action sehen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann werde ich mal so kleine Videos vorbereiten, wo ich dann mit dem Hühler ein bisschen arbeite. Zum Beispiel auf gewisse Themen nochmal eingehe, Saugwischen oder sowas. Genau, das werde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Interesse am Hühler habt, ich bin Vertriebspartner. Das heißt, ich verkaufe diesen Hühler. Falls ihr Interesse habt, ich habe euch unten in der Infobox meinen Instagram-Account reingeschrieben, wo ich auch noch ganz, ganz viele andere Videos zum Hühler veröffentlicht habe und auch euch immer in der Story mitnehme, wenn ich mit dem Hühler arbeite. Schaut auf jeden Fall vorbei, auch wenn ihr kein Interesse habt. Bei Interesse könnt ihr mir da auch per Direktnachricht bei Instagram schreiben oder ich schreibe euch auch direkt nochmal meine E-Mail-Adresse rein. Könnt ihr mir auch, falls ihr kein Instagram habt, gern einmal eine E-Mail schreiben bei Interesse am Hühler. Der Hühler hat natürlich seinen Preis. Viele wissen es nicht, aber er kostet 2000 Euro. Aber ihr bekommt von mir ein richtig tolles Angebot. Ich sage es euch. Wie gesagt, ich bin Vertriebspartner und ich würde euch ein richtig, richtig cooles Angebot machen. Ich würde diesen Hühler nicht vorstellen, wenn ich nicht wirklich dahinter stehe. Viele wissen, was wir für einen Sauger vorher hatten, nämlich auch einen sehr, sehr teuren. Und trotzdem habe ich ihn nach einem halben Jahr abgegeben, als ich vom Hühler gehört habe. Und der Hühler ist einfach wow. Da kommt nichts gegen an. Genau, also falls ihr Interesse habt, schreibt mir gerne. Ich mache euch ein super tolles Angebot und Hühler hat auch Finanzierungsmöglichkeiten und Ratenzahlungsmöglichkeiten. Also da ist wirklich alles möglich. Genau. Und sonst, wie gesagt, schreibt mir einfach, wenn ihr Fragen habt. Genau. Und jetzt habe ich euch genug vollgequatscht. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!